Viele Börsianer meinen, dass sich die Stimmung am Aktienmarkt in den vergangenen Handelsstunden abgekühlt habe. Man könnte aber auch sagen, viele Anleger reduzieren derzeit ihre Risiken in den entsprechenden Depots, weil der Ausgang der US-amerikanischen Wahlen, die am kommenden Dienstag, dann am dem 8. November 2016 entschieden werden, so ungewiss scheint. Denn so unwahrscheinlich ist es nicht mehr, dass Donald Trump ins Weiße Haus einziehen könnte. Und davor haben die meisten Marktteilnehmer derzeit doch arge Bedenken, weil er so unberechenbar scheint und man also die Auswirkungen auch letztlich nicht nur auf die geopolitische Lage, sondern auch auf die Wertpapiermärkte jetzt schwer einschätzen kann. Und da hält man sich an den Aktienmärkten doch stärker zurück und sucht dann vermeintlich sichere Häfen. Deswegen steigt auch der Goldpreis. Deswegen fließt auch viel Geld derzeit wieder in die Anleihemärkte. Wir wollen aber hier der Reihe nach vorgehen und beschäftigen uns jetzt erst einmal mit den zu erwartenden wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten am Donnerstag, dem 3. November 2016. Da bekommen wir um 2.45 Uhr den Caixing Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor in China. Um 11 Uhr am Vormittag gibt es dann neueste Angaben zum IFO-Wirtschaftsklima in der Eurozone. Um 13 Uhr steht der Zinsentscheid der Notenbank von Großbritannien, der Bank of England, in der Agenda. Um 13.30 Uhr gibt es dann die wöchentlich veröffentlichte Anzahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Ebenfalls um 13.30 Uhr wird die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in der größten Volkswirtschaft der Welt bekannt gegeben. Um 15 Uhr folgt dann noch der Auftragseingang in der Industrie im Monat September in den USA, auch ein stark beachteter Datensatz. Und dann haben wir ebenfalls um 15 Uhr den ISM-Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungssektor. Der ist besonders wichtig, weil der Dienstleistungssektor für die Binnenwirtschaft doch sehr maßgeblich ist. Und Sie wissen ja, dass gerade die Binnenwirtschaft sehr, sehr entscheidend ist, auch für das gesamte Bruttoinlandsprodukt in den USA. Deswegen werden Börsianer besonders darauf schauen. Und zahlreiche Unternehmen werden wieder ihre Zwischenbilanzen veröffentlichen. Die prominentesten Vertreter hierbei sind am Donnerstag Adidas, Air France KLM, Beiersdorf, Credit Suisse, Dialog Semiconductor, die ING Group, die Société Générale, Starbucks, die Swiss Re und Vonovia und viele, viele mehr.